Frage Nummer 2. Warum hat Jeff eine Brille auf? Moment, was war Frage Nummer 1? Wann spielst du mal wieder? Ah, warte kurz. Ich hab irgendwie ein Tinnitus im Ohr. Ich höre grad nichts mehr. Warum hat er eine Brille? Leute, ich bitte euch. Wikipedia. Eine Brille, auch bezeichnet als Augengläser, ist eine seit dem 13. Jahrhundert vor den Augen getragene Konstruktion, die in den überwiegenden Fällen als optisches Hilfsmittel Fehlsichtigkeiten und Stellungsfehler der Augen korrigiert und als solche Korrektionsbrille oder Korrekturbrille genannt wird. Ich weiß auch gar nicht, was sich die Leute da irgendwie für eine Antwort erhoffen. Warum habe ich eine Brille? Es ist Wärmeschutzglas, meine Augen haben gefroren. Hä? Vor allem fragt ihr das mich, Alter. Die ist doch noch halbwegs normal. Wenn ihr das jetzt sie fragt oder, keine Ahnung, ihn hier. Das ist echt ganz, ganz geisteskrank. Würde ich das noch irgendwie verstehen. Aber jetzt weiß ich immer noch nicht, warum er eigentlich eine Brille hat. Wikipedia? Damit ich endlich wieder dumme Kommentare... Warte kurz, ich glaube, die Zuschauer haben gerade einen Tinnitus. Spaß, Leute, ich hab euch doch lieb. Leute, aber vielleicht können wir uns ja alle wieder versöhnen mit einem kleinen Horrorgame, was die Sonne in unsere Herzen bringt. Das hat ja letztes Mal schon ganz gut funktioniert. Ey, hätte der jetzt da gestanden, yo. Ich hätte gequiekt. Also darf ich euch ganz herzlich willkommen zurückheißen zu At Dead of Night. Ich hatte eigentlich nicht vor, das jemals zu sagen, aber ihr habt es so gefeiert und ich bin ein gütiger Gott. Auch sehr geil, wenn du 40 Minuten spielst und 0% der Story geschafft hast. Perfekt, Digga. Aber irgendwas wollte ich dir jetzt noch sagen. Warte mal, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Nicht vergessen, Leute. Seth-Videos müssen immer geliked werden. Nee, irgendwie komme ich nicht drauf, Leute. Oh, shit, Alter. Als ob der mich nicht gesehen hat. Lol. Okay. Psst. Oh, ich glaube, er ist weg. Jo, ich muss übrigens, das hat irgendwie nicht gespeichert. Hier steht, das Game speichert, nachdem ich eine Geistersichtung hatte. Aber erst, wenn ich diesen Detektor ausmache und wenn Jimmy mich ausnockt. Halt, irgendwie, das zweite ist nicht passiert, aber ich habe ja mit der komischen Sarah oder wie sie heißt, da im Zweifelsfall im Keller doch geredet und ihr über ihre komische, von ihrer komischen Flamingo-Geldbörse erzählt oder so ein Scheiß. Also, ich weiß nicht, warum es nicht gesaved hat, aber ich habe noch nicht mal diesen dusseligen Spiegel gefunden. Also, das muss ich mir jetzt irgendwie erstmal hier noch alles beschaffen, dann nochmal runter und dann sind wir da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Uff, das war jetzt so eine äußerst prickelige Angelegenheit hier. Bitte sei nicht da. Bitte nicht. Uff. Wenn ich noch wüsste, wo das ganze Zeug liegt, ey. Oh, Alter. Was war das? Was passiert? Ich weiß nicht, hätte ich ihn sehen müssen? Ich glaube, das Game hat mich irgendwie gewarnt. Schon wieder? Lol! Das kann nicht wahr sein. Grüß dich! Wie viele unterschiedliche Animationen das gibt, yo! Alter! Dieses Game! Uff. Wehe, überrascht mich jetzt. Ich traue dem Game das alles zu, ne? Er ist von dannen gezogen. Wetten? Oh, Storeroom Key. Das heißt, ich kann da jetzt abschließen? Oder wie darf ich das verstehen? Oh, hier ist der Kompass. Nice. Ich hoffe, der kommt nicht zurück. Okay, Terpentin und ein Feuerzeug. Eigentlich Mollys bauen? Was? Oh, by the way, habt ihr gesagt, da liegt ja eine Taschenlampe in dem Storage-Raum. Das stimmt auch, auf dem Tisch ist tatsächlich eine. Ihr habt... Oh, Alter, ich hätte jetzt fast auf Shout to Jimmy gedrückt. Hier gibt es nämlich so einen Button, da liegt jetzt meine Cam drüber. Ihr habt definitiv gute Augen. Allerdings ist es so, dass das bloß Dekoration ist. Also man kann die irgendwie nicht nehmen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich versuchen, hier den Strom anzustellen. Wisst ihr, was ich meine?
Ansonsten kann ich die Räume nicht durchsuchen. Das kommt vermutlich später. Es hat schon... Oh mein Gott, ich schwör, das ist das Allerschlimmste, ey. Uff, man kann das zum Glück überspringen hier, dieses Aufwachen. Dankeschön. Aber es speichert jedes Mal. Oh Gott sei Dank. Thank God. Oh mein Gott. Raum 101. Das war doch meiner. Ist hier etwa der... Okay, hier war ich noch nicht in diesem Speicherstand. Deadlock Key to Room 101. Ja gut, jetzt kann ich aber... Das ist genau das Gleiche. Nachher habe ich hier mit einem riesigen klimpernden Schlüsselbund, Alter. 500 Kilo Metall schleppe ich hier durch die Flure. Endlich! Alles klar, zum Glück habe ich hier erst reingeguckt. Jetzt habe ich beide Sachen. Jetzt kann ich runtergehen und zuerst gehe ich aber in den Storage-Raum, weil ich brauche meinen Geisterdetektor wieder. Dann kann ich euch das gleich mal zeigen. So, hier. Passt auf, was ich meine. Hier, ihr habt auf jeden Fall recht. Das hier ist die Taschenlampe, aber ich kann da nicht draufklicken. Auch wenn der jetzt hier mit seiner Animation fertig ist. Ich habe bloß den Pfeil, um mich wieder umzudrehen. Das ist halt nichts. Ich kann es halt nicht nehmen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass in den Räumen das Licht angeht. Wahrscheinlich mit irgendeinem Stromkasten oder so. Ich weiß es nicht. Wait. Wir haben diese Flamingo-Geldbörse noch überhaupt nicht gefunden. Oh nein, wo war das denn jetzt? Oh! Wait, hier ist das Storage Room? Okay, wait. Was? Leave the room. Ich kann hier noch nichts machen. Es ist stockduster. Okay, alright, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Gut, passt schon. Da würde ich sowieso nicht hin. Oh, hier ist die Geldbörse. Nice. Alles klar, dann kann ich jetzt nach unten gehen. Alter, der steht da um die Ecke, ne? Ich war, irgendwas war da ganz komisch gerade. Und ihr habt den Sound gehört. Ah! Oh mein Gott! Dieses Game, das macht mich fertig! Schon wieder eine andere Animation, das ist so geil! Das sind nie die gleichen Bewegungen, wenn man mal ganz drauf achtet, ne? Eins hätte ja gereicht, aber nee. Wie viel Liebe zum Detail, Alter. Das ist so krass. Okay. Freut mich, dass ihr sowas feiert halt und nicht bloß irgendwie... wie an Trash interessiert seid oder so, ihr wisst schon. Jetzt ist natürlich die Frage, in welche Richtung ist der Dude hin unterwegs? Ich muss da lang, Richtung Draco Malfoy, Alter. Oh, ich hab Angst. Hallo? Oh Gott. Das ist nicht die richtige Richtung, right? Ist sie das? Ich bin im falschen Part. Oh Gott. Oh nein, ich hab mich verirrt. Boah, das ist aber auch super labyrinthmäßig aufgebaut hier. Ich kenne kein Hotel der Welt, was so eine Raumlage hat. Schnell! Nein! Da rein! Jetzt müsste was unten auf der Fährte. Nach unten! Oh Gott! Sind dem so haarscharf entwischt, ey. Alter, das gibt mir vor allem mega diese Welcome to the Game Vibes. Wisst ihr, was ich meine? So, waren jetzt das kleine Purzelchen hier? Moment, wie haben wir das gemacht? Ja, alles klar. Ich kann dir auch andere Sachen fragen, ne? Über diverse Items hier. Als ob ein 10-jähriges Mädchen darüber was wüsste. Oh. Okay. Aber was bedeutet das jetzt? Match two replies to think connect to workout spirit story. Okay, ich muss die Story zusammensetzen, wenn ich denke, dass zwei Antworten irgendwie zueinander passen. Who does the sword belong to? Jimmy hatte dieses Schwert. Wow, Alter, das ist mega interessant. Where did the bottle of diazepam come from? Diazepam? Was weiß sie alles? Sie weiß relativ viel, aber nicht über jedes Item. Why was there a collection of whiskey bottles in one of the rooms?
Du bist höflich einfach. Du bist formell. Kinder sollten nicht Alkohol. Ja, du bist ein richtig gut erzogenes Mädchen. Das ist die Zeichnung von dir. Oh, ein Junge. Okay, interessant. Das heißt, auf der Etage ist vielleicht noch ein anderer Geist. Ja, das war sie, hä? Ja. Warte mal, ein Boy. Das heißt, sie redet von Jimmy, nicht von einem Mann. Das heißt, er muss das als Kind gemacht haben. Dieser Geist ist mega alt. Ah, jetzt check ich, wie das geht. Okay. Ja, er hat's geklaut. Er hat nicht zugehört. Oh, jetzt passiert irgendwas. Ist das eine Story, die ich enthüllt habe? Habe ich das richtig gemacht? Ist irgendwie in den ersten Stock. Jimmy wouldn't listen. Also das ist jetzt so eine Connection, die ich halt irgendwie gemacht habe. Das Game müsste speichern. Ja, da ist ein Symbol. Alright, nice. Wir haben endlich mal irgendwie auch ein bisschen mehr hier geruppt. Okay, cool. Mir wurde angezeigt, dass ich in den Ground Floor soll. Um was genau herauszufinden, das weiß ich noch nicht. Ich befrage oben dann irgendwie mal den Spiegel, würde ich sagen. Ja, warte mal, Ground Floor ist da, wo wir gestartet sind. Das war nicht der erste Stock. Da, wo die Rezeption ist, da ist Jimmy noch nicht aufgetaucht. Alter, zumindest war das vorhin so. Was ist das hier? Jo, was geht? Alter, ich hab so Gänsehaut, Mann. Ah! Oh, das ist sie. Okay. Hier hat er das geklaut. Bist du es? Sie ist ja hier, ne? Ja, sie ist hier. Okay, alright. Krass interessant, Mann. So voll so Ghostbusters hier. Wie komplex dieses Spiel ist. Okay, ein Spielzeug hat er weggenommen. Was hat er genommen? Dieses Paddel hier, also dieser Schläger? Er dachte, es war lustig. Er hat es kaputt gemacht, was er mir genommen hat. Okay, das Paddel ist es nicht. Er hat noch was geklaut, was ich noch nicht hier in den Items habe. Das muss ich, glaube ich, noch rausfinden, was genau sie meint. Genau dazu gehen wir mal hier zurück in die das erste Obergeschoss. Am besten mal in den Storage Room. Ich glaube, da sind wir erstmal safe. Da können wir nämlich auch den Spiegel benutzen. Schauen, wo der uns hinführt. Okay, wo liegt das nächste Item, was wichtig ist für die Story? Das ist so eine geile Funktion, by the way. Finde ich super praktisch, dass sie hier so ein Navi eingebaut haben. Ich konnte nicht erkennen, wer das ist. Ist immer noch die Amy, glaube ich. Ja, ist immer noch ein kleines Mädchen, das weint. Ich schätze mal, das gehört da alles zusammen. Was ist das? Irgendwas wird gegossen? Ne, ist ein Teddybär. Der hat das mit Terpentin übergossen und angezündet. Ich hab's. Ground Floor. Das heißt, ich muss hier nicht sein. Wie geil das gemacht ist, yo. Sorry, aber ich meine, ihr habt das ja begriffen, Alter. 112% von euch haben gesagt, ihr würdet das unbedingt weitersehen. Ich bin immer noch nicht der Meinung, dass das durchspielen wert, weil es halt unglaublich lange geht. Uff! Aber ein bisschen können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Der ist direkt hinter mir, ey. Ich glaube, das wird auch immer schwerer, hä? Wenn ich die beiden verbinde. Ja, you soaked my toy with that stuff in the bottle. I hated him. Das war der Teddy. Den finde ich jetzt natürlich nicht. Ja, oh, immer diese Rückblenden auch. Was für ein Aufwand. Das ist alles aufgenommen, ne? Das ist nicht, glaube ich, irgendwie programmiert oder so. Heftig. Okay, nächste Connection. Ich wollte
wollte eigentlich dahin gehen, aber ach, wisst ihr, unten ist doch schön, auch wenn die Aussicht nicht so überragend scheint. Ja, passt alles. 109, Söllchen, hat mir der Spiegel gerade gesagt. Boah, wenn ich... Ey, meine Güte, ey. Wenn ich wüsste, in welche Richtung ich gehen soll, ey. Oh, ey. Vor allem null Plan, dass der da jetzt steht. Wo sperrt denn der mich eigentlich auch immer hin, sag mal? Ich glaube immer irgendwie in die 117 oder so? 107? Alright. Das ist in der Nähe von 109. Warte mal, ich habe eine kleine Abkürzung genommen. Augenblick. So, die Frage ist jetzt bloß, hier links? Da um die Ecke, maybe? Nee, hier ist 108. Ich habe jetzt zwar mein Gerät nicht mehr... Ich habe gar nicht meine Geräte. Oh, das ist nicht sehr nice. Aber hier soll ich irgendwie rein, also wissen wir das schon mal. Ein Schwert? Das habe ich schon gefunden. Ah! Oh, ey, dieses Spiel. Holy shit, Alter. Ich bin fertig. Ich bin fucking am Ende, ey. Yo, diese Jumpscare. Warte mal, ich habe den Kompass nicht. Ich habe aber den Spiegel. Ich brauche das erstmal zur Beruhigung. Heilige Mutter Gottes, ist das schlimm. Ja, ich muss das Ding erst kriegen, ha? Im ersten? Weil Jimmy mich ausgenockt hat? Ja, ich verstehe das. Ach komm schon, Spiegel. Okay, ich muss das Ding kriegen, um hier mit dir zu sprechen. Ich hab's gesehen. Das Problem ist, da muss ich halt hin. Kann ich hier lang? Nein, hier ist eine Sackgasse, ne? Ist eine Sackgasse, oder? Nein, ist sie nicht! Alright. Oh Gott. Ist er hinter mir? Help! Hilfe! Bitte, Leute. Oh Gott. Oh, ich weiß nicht, wo lang. Ich kenne mich hier null aus, ich bin richtig. Nein, 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 zurück, 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 zurück. Hier in die Ecke. Nein, nicht in die andere. Oh, nein. Oh. Meine Fresse. Ich habe mich jetzt aber auch gerade angestellt. Okay, ja, hier ist das Ding. Und wo ist mein Kompass? Hallo? Mein Kompass? Warte mal, ich hab den. Aber warum wird er mir nicht mehr angezeigt? Jetzt wird er mir angezeigt. Ach, weil der eingebaut ist in diesen Detektor da, oder was? Das Ding ist, ich muss dahin. Ist hier die 109? Nein, nein, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Der ist hinter mir, ich höre ihn. Oh Gott, schneller! Ach du Scheiße! Ich höre ihn, der kommt. Ich muss in die 8. In den Schrank, komm. Ja, der hat mich sowas von gesehen, ey. Oh. Kommt der jetzt? Vor allem, ich vertraue dem nicht, dass der da wirklich weg ist. Der hat mich beim letzten Mal da so erwischt. Achtung. Ich bin mir nicht sicher. Glaubt ihr dem? Oh, Alter, was soll ich denn machen? Wait, der ist raus. Shit. Kommt scheinbar nicht mehr zurück. Ich weiß nicht. Ich riskier's jetzt einfach. Nicht schauten. Ich hab mich gerade wieder fast verklickt. Er ist direkt hinter mir. Rein! Alter! Oh Gott, ey! Ey, der wird echt anstrengend, yo. Der Boy ist raus. Oder ist er hier aus Knarksen?
steht ja immer noch vor der Tür. Oder war ich das? Es könnte gut sein. Gut. Ich habe die Rückblende gesehen mit deinem Teddy, aber ich weiß jetzt halt nicht, was wir noch rausfinden sollen. Amy holding a toy on fire. Ja, das ist ja, also... Ne, ich meine... Was ist passiert? Das ist doch eindeutig eigentlich. Oh, ihre Hand ist verbrannt. Es tat weh, aber ich konnte es niemandem erzählen. Erster Stock. Das Schwert. Wer ist das? Wer ist das? Das ist jemand anders noch. Okay, Moment. Bei der Ritterrüstung. Um die Ecke. Was ist da? Zu dem gehört das Schwert. Das ist irgendwie klar. Wer ist das für ein Typ, Alter? Oh, jetzt muss ich einen zweiten. Okay. Und da geht die ganze Story dann weiter, die uns von Amy hin zur Geschichte von irgendjemand anders führt. Vermutlich ein anderer Geist. Boah, alright. Okay, Leute, alles klar. Ich hoffe, das hat jetzt hier irgendwie gespeichert. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich werde jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Cut machen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir mal bitte, gerade wenn ihr so ein Projekt feiert, und auch an alle, die dieses normalerweise irgendwie vergessen oder nicht machen, Daumen nach oben da, weil das wäre gerade jetzt super wichtig, wenn ihr das eh gucken wollt. Da wird es vielleicht noch ein paar anderen vorgeschlagen, dadurch durch die Interaktion und so. Hilft mir wirklich, kostet nichts, dauert nicht mal eine Sekunde und bin ich euch sehr dankbar für. Und ebenfalls auch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Dankeschön, haut rein und macht's gut. Wartet mal, ganz kurz, ich höre jemanden husten. Das kommt von aus Richtung der Ritterrüstung, oder? Das ist doch Amy. Das ist so unglaublich krass gemacht. Heilige Scheiße. Okay, die Frage ist, ist sie jetzt hier? Wartet mal, ich muss das unbedingt doch durchspielen, Alter. Ich bin jetzt so fasziniert. Moment. I saw you outside a room. Something frightened you. What was it? Das Schwert. Sie versucht, einen Arzt zu finden. Jimmy hat sie bedroht und dafür gesorgt, dass sie dort bleibt. When you said you needed a doctor, but Jimmy threatened you to stay, does that have anything to do with what you said about the sword? Der hat sie mit dem Schwert bedroht, ja. Er hat es von der Wand abgerissen, es sah ziemlich scharf aus. Ich muss ihm versprechen, dass ich nichts sage. Und dass er dafür sorgt, dass meine Hand sich heilt. Hat er sie auch übergossen, das Schwein? Okay, irgendwas ist noch im ersten Stock. Aber sie ist erstmal weg. Interessant. Und jetzt speichert das Spiel jetzt sind wir uns aber sicher. Okay, danke liebe Leute fürs Zuschauen. Das war noch wichtig. Wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Ciao.